Thomas Funk, Hilde. Ach, Thomas Funk, natürlich. Hallo, Ja. Hilde. Exxon, du gibst wieder ein Zeichen da, ne? Ja, wir sind live wieder. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen heute Abend zum zweiten Gespräch aus dem Roten Wohnzimmer in der Themenwoche Gesundheit und Pflege. Ich freue mich ganz besonders, dass der Exxon natürlich wieder im Hintergrund die Regie führt und eure Fragen dann an uns weiterreicht. Ich freue mich aber noch mehr, dass auch Hilde Mattheis heute bei uns ist. Hilde ist seit 2002, also schon eine ganze Weile, Abgeordnete im Bundestag und ist dort auch schon seit 2002 Mitglied im Gesundheitsausschuss. Ja? Und Hilde, schön, dass du da bist, schön, dass das geklappt hat. Ich freue mich drauf. Danke für die Thema heute Einladung. Abend, ja, sehr gerne. Thema heute Abend wird der öffentliche Gesundheitsdienst sein. Also den Titel trägt die Diskussionsrunde heute Abend. Und Hilde, vielleicht kannst du als Einstieg einfach mal generell was zu dem öffentlichen Gesundheitsdienst sagen, weil ich glaube, dass dieser Begriff gar nicht so bekannt ist in der breiten Bevölkerung. Ne? Ja. Das mache ich natürlich gerne, weil gerade in Corona-Zeiten ist der öffentliche Gesundheitsdienst endlich mal in den Fokus geraten, auch wenn ich finde, dass dieser Fokus einfach viel zu spät kommt und dass ich finde, dass es eigentlich selbstverständlich sein müsste, dass wir als Gesellschaft diesen öffentlichen Gesundheitsdienst wieder sehr viel mehr schätzen und unterstützen würden. Also alles das ist ein bisschen schlecht, dass man das jetzt in Notzeiten quasi herausholen muss. Aber der öffentliche Gesundheitsdienst ist in der Tat in den letzten Jahrzehnten ein Stück weit stiefmütterlich behandelt worden. Und deshalb will ich da gerne ausholen, weil nämlich der Gesundheitsdienst ein bisschen im Misskredit irgendwo in den Köpfen immer ist, weil 1935 ist natürlich ein Gründungsjahr, das nicht unbedingt etwas ist, woran man sich dran erinnern möchte. Und er hat ja auch unsägliche Dienste geleistet. Aber wir wollen das nicht historisch betrachten, sondern wir wollen das jetzt durch die Ist-Zeit-Brille angucken. Und der öffentliche Gesundheitsdienst müsste jetzt etwas leisten, wofür wir ihn nicht unbedingt in den letzten Jahren ausgestattet haben. Und als 94, 1994 Horst Seehofer im Zuge dieser Bluter- und HIV-Skandale den Bundesgesundheitsdienst abgeschafft hat, hat man ihn ein Stück weit gekappt. Und dann bei der ganzen Föderalismusdiskussion hat man den öffentlichen Gesundheitsdienst einfach den Ländern zugeschasst und hat ihm gesagt, hey, das ist nicht so wichtig. Der öffentliche Gesundheitsdienst, der kann dann auch irgendwie unter Länderhoheit unterschiedlichste Aufgaben einnehmen. Man hat ihm nur eine Klammer gegeben, dass er beim Thema Seuchen zum Beispiel eine bundeseinheitliche Aufgabe hat. Deswegen sind wir von Bund her für den öffentlichen Gesundheitsdienst in Sachen Infektionsschutzgesetz zuständig. Und das zeigt sich ja auch jetzt, dass der öffentliche Gesundheitsdienst eigentlich eine wichtige Klammer wäre, für unser gesamtes Gesundheitsversorgungssystem. Und der ÖGD, wie ich ihn jetzt ab jetzt mal einfach so ganz kurz nennen möchte, der ÖGD hat darunter gelitten, dass wir in den letzten Jahren einige Sparmaßnahmen getätigt haben, insbesondere am Personal gespart haben, insbesondere auch an der Ausstattung gespart haben und ihn irgendwie so eine Zuständigkeit meistens in die Landratsämter abgeordnet haben. Und jetzt müsste er eigentlich zur vollen Blüte sich ausgestalten und eine dritte Säule im Gesundheitssystem sein. Was er nicht kann im Moment. Und der Flickenteppich wird dadurch auch noch ein Stück weit stärker, dass nämlich pro Länder auch die Zuständigkeiten unterschiedlich sind.
Und der eine hat noch ein Veterinäramt dabei, die anderen haben noch andere Zuständigkeiten. Auf jeden Fall ist es breit gestreut und es ist nicht ganz klar, wie man den ÖGD zusammenbringt. So. Und jetzt soll er im Infektionsgeschehen alles Mögliche leisten und darüber müssen wir jetzt sprechen und aus dieser Situation lernen. Und schon vor einigen Jahren haben die Landesminister gesagt, das geht nicht so weiter und der ÖGD muss eigentlich ein wichtiges Element oder ein wichtiger Baustein der Daseinsvorsorge sein, der gesundheitlichen Daseinsvorsorge sein. Und sie haben miteinander vereinbart, was sie aber nie gemacht haben. Das ist ein bisschen schlecht. Sie haben miteinander vereinbart, dass es eigentlich eine bessere multiprofessionelle Ausgestaltung im ÖGD geben muss. Und dieser interdisziplinäre Public Health Ansatz, den der ÖGD eigentlich ausgestalten sollte, tatsächlich sein sollte. Das haben die Gesundheitsminister schon 2016 miteinander vereinbart und gesagt, wir brauchen im ÖGD ein gemeinsames Vorgehen, damit wir gewappnet sind, wenn irgendwie Infektionskrankheiten, Pandemien oder Seuchen ausbrechen. Und jetzt sehen wir, dass die eigentlich in weiser Voraussicht 2016 schon das Richtige miteinander vereinbart hatten, aber nicht umgesetzt haben. Und das Zweite, was sie wollten in diesem sehr interdisziplinären Ansatz, dass es natürlich auch diese Gemeinwohlorientierung gibt und dass man eine bessere Ausgestaltung nicht nur personell, sondern auch von der Infrastruktur her, also wie kann man untereinander kommunizieren, wie ist die Datenübertragungsmöglichkeit, das haben die 2016 schon miteinander vereinbart. Und sie wollten auch stärker zusammenarbeiten mit Forschung und Wissenschaft. Und sie wollten vor allen Dingen, dass der Bund ein Stück weit stärker in die Unterstützung des ÖGDs wieder einsteigt. Jetzt war dieser Beschluss, den ich gerade genannt habe, sehr weise, aber ich habe es auch schon angedeutet, er ist leider nicht umgesetzt worden. Und unsere Situation jetzt zum Ausgang der Pandemie von ungefähr 11 Monaten war, dass manche Gesundheitsämter die Datenübertragung einfach nicht leisten konnten, per Fax oder Telefon Infektionszahlen übermitteln mussten ans RKI. Das hat sich leider immer noch nicht verbessert. Und wir haben festgestellt, dass der ÖGD zu einem ziemlichen Ausmaß die Stellen eingespart hat. Das heißt, Länder vor allen Dingen und Kommunen haben, was die Personalausgestaltung anbelangt, den ÖGD ziemlich zusammengespart. Und diejenigen Stellen, die dann besetzt sind, wurden dann auch noch schlechter bezahlt. 30% der Stellen sind nicht besetzt, also 30%, Entschuldigung, muss ich korrekter sagen, 30% wurden eingespart und die Stellen, die besetzt worden sind, sind schlechter bezahlt als zum Beispiel Ärzte im Krankenhaus oder sonst wo. So. Alles das hat den ÖGD nicht unbedingt attraktiver gemacht und das spüren wir jetzt. Und das ist fatal. Und deswegen haben wir uns auf den Weg gemacht als SPD. Schon ganz schnell Anfang der Pandemie haben wir gesagt, der öffentliche Gesundheitsdienst muss zur dritten Säule in unserem Gesundheitsversorgungssystem werden. Und er braucht einfach gutes Personal. Ich sage jetzt nicht, dass das Personal, das jetzt im ÖGD arbeitet, schlecht ist. Nein, sondern ich sage, mehr Personal, besser bezahlt, besser vernetzt und vor allen Dingen, was die Bundesanbindung anbelangt, wollen wir eine Neuauflage des Bundesgesundheitsamtes, weil wir stellen jetzt auch fest, das RKI, das Robert-Koch-Institut,
hat nicht die Aufgabe, einen umfassenden Public Health Ansatz zu unterstützen. Das müsste aber der ÖGD, also interdisziplinär, und das kann das RKI nicht leisten. Und egal, ob es auch Ansprechpartner gibt im Robert-Koch-Institut, die können das einfach nicht ersetzen. Und von daher glauben wir, dass es wichtig ist, aus dieser Corona-Krise tatsächlich zu lernen, den öffentlichen Gesundheitsdienst als Daseinsvorsorge in unserem System besser auszugestalten, besser zu unterstützen und langfristig so aufzubauen, dass wir tatsächlich sowas wie eine Gesundheitsanlaufstelle für die Bevölkerung haben. Das müssen wir dringend aus dieser Krise lernen. Und mich persönlich regt es ziemlich auf, dass auch heute noch das Faxgerät offensichtlich das intensivst genutzte Kommunikationsmittel im ÖGD ist und die Zahlen dadurch einfach schwierig übermittelt werden. Und ich bin da an der Seite von dem Bundesverband des öffentlichen Gesundheitsdienstes und aller Beschäftigten im ÖGD, die das immer noch fordern und die immer noch warten darauf, dass die Länder vor allen Dingen sich in dieser pandemischen Lage so aufstellen, dass der ÖGD tatsächlich seine Arbeit machen kann. Denn das ist eine Schnittstelle gerade. Und diese Schnittstelle funktioniert einfach nicht reibungslos. Und das ist fatal in dieser Situation. Und deswegen haben wir als SPD gerade in diesem Punkt ÖGD, das uns ganz, ganz feste auf die Fahnen geschrieben, dass wir daraus lernen müssen und die Maßnahmen, die jetzt zwar von Bundesseite aus getätigt worden sind, 4 Milliarden haben wir den Ländern gegeben zum Aufbau des ÖGD, aber nicht überall ist es angekommen. 50 Millionen haben wir gegeben für den Aufbau von Kontaktnachverfolgungsprogrammen und von Kommunikationsprogrammen, aber von den 356 hat gerade mal die Hälfte der Gesundheitsämter dieses Kontaktnachverfolgungsprogramm SORMAS übernommen. Also 11 Monate nach dem ersten Ausbruch sind wir beim ÖGD immer noch irgendwie in der Startphase. Und das ist fatal für die Situation der Menschen, das ist fatal für die Pandemiebekämpfung und da wächst auch meine massive Ungeduld. Und deshalb ist es gut für den ÖGD, egal wo man ist, zu werben und auch zu sagen, hey ihr Länder, ihr müsst endlich in die Pötte kommen, weil ihr habt die Zuständigkeit, ihr müsst das ausgestalten und wenn es nach uns geht, nach uns Bundespolitikern der SPD, möchten wir gerne die Verantwortung als Rahmenverantwortung bekommen, damit wir sehr viel schneller, sehr viel direkter die Verbesserung des ÖGDs mitgestalten können. Das wäre es jetzt erstmal. Ich glaube, da haben wir viele Anknüpfungspunkte für eine Diskussion. Ja, also ich würde auch direkt da nämlich mal anknüpfen wollen. Du hast gerade gesagt, die 4 Milliarden und die 50 Millionen, die an die Länder gingen. Aber ja, es wäre nicht überall gleich angekommen beziehungsweise gleich umgesetzt worden. Das heißt ja, dass die Länder, haben wir auch gerade schon gesagt, es ist Ländersache und die Länder können quasi in der Ausgestaltung der Verwendung dieser Mittel dann relativ frei agieren. Genau. Genau. Ja. Und ich sage mal, wir sind in Baden-Württemberg. Der Herr Lucher hat jetzt gerade nicht unbedingt sein Herz für den ÖGD entdeckt, sondern da gibt es massive Schwachstellen. Und ich hätte ganz gerne gewusst, wie die Mittel, die natürlich nach einem entsprechenden Schlüssel verteilt werden, an die Länder
wie der Herr Lucher seine Anstrengungen macht, um den ÖGD hier in Baden-Württemberg zu unterstützen. Das wäre dann passend für eine Anfrage, ne? Dass man da die Informationen mal bekommt. Genau. Genau. Ich weiß, dass die Landtagskollegen da dran sind, aber es ist natürlich Regierungshandeln. Und einer der Schwachpunkte ist in der Tat der Sozialminister hier in Baden-Württemberg. Ja, ich meine, es wäre ja, also ist ja ganz logisch, dass man gerade bei so einem Infektionsgeschehen, wie man das jetzt hat, bei der Nachverfolgung, du hast ja angesprochen, wenn man das einheitlich machen würde und nicht jetzt gerade bei uns hier in der Grenzregion zu Rheinland-Pfalz, Hessen, aber auch Bayern, ja, wenn dann die drei Bundesländer, die vier Bundesländer schon unterschiedliche Systeme haben oder Methoden haben, genau. Ist ja schon extrem schwierig, ne? Das funktioniert ja nicht. Du weißt, ich bin in Ulm und das ist eine Selbstverständlichkeit, dass viele hier in Ulm wohnen und in Neu-Ulm arbeiten oder umgekehrt. Und die erste Erfassung im Gesundheitsamt, je nachdem, wo man im Prinzip sich aufhält, das muss dann das Gesundheitsamt im anderen Bundesland einfach wissen. Aber die Registrierung funktioniert nicht, sodass man also ungenaue Zahlen hat und die Kontaktnachverfolgung überhaupt nicht leisten kann. Erstmal wegen des fehlenden Personals und dann natürlich auch wegen des fehlenden einheitlichen Programms. Exxon hat gerade schon gemeint, wir haben eine Frage. Ich wollte nur vorher noch mal einen Punkt ansprechen, der mich jetzt dann doch etwas schockiert hat, muss ich sagen, das Faxgerät. Also es kann doch nicht wirklich sein, dass ein Großteil über... Du musst dir erklären, warum hat man montags andere Zahlen als dienstags oder mittwochs? Hast du dich dann noch nie gefragt? Ja, doch schon, aber ans Fax, das wirklich im Jahr 2021 mittlerweile... Eigentlich, wenn du eine Datenübertragungsmöglichkeit hast, die du einstellen kannst und die dem digitalen Fortschritt einfach auch entspricht, was wir eigentlich uns alle wünschen, dann müsstest du ja montags die Entwicklung der Zahlen genauso haben, wie wiedergespiegelt wie donnerstags oder freitags. Hast du aber nicht. Warum? Weil das übers Wochenende natürlich irgendwie aufgrund der Personalsituation sich anders gestaltet. Aber du kannst es natürlich mit so einem Programm einfach auch so organisieren, dass die Datenübermittlung natürlich dem Ist-Bild einigermaßen entspricht. Wenn du das aber in irgendeiner Weise anders kommunizieren musst, dann hast du montags einfach nicht die Zahlen. Und ich finde das in unserem Zeitalter mehr wie peinlich. Peinlich und erschreckend. Fatal natürlich. Ja. Ich meine, das ist mir persönlich generell ein Dorn im Auge, was ich auch immer wieder in der Kommunalpolitik sehe, wie veraltet doch die Verwaltungsstrukturen und die Infrastruktur in den Verwaltungen doch ist. Ne? Aber das ist ein anderes Thema, da können wir jetzt auch... Du hast völlig recht, ich gebe dir da völlig recht. Ich finde, das ist auch ein bisschen mein Thema, dass ich hier vor Ort in Ulm und mit dem Landratsamt Alb-Donau kommuniziere ist zu viel gesagt, aber vielleicht das Geschehen reflektiere für mich. So, ich glaube einfach, dass man auf der kommunalen Ebene diesen öffentlichen Gesundheitsdienst nicht unbedingt prioritär angeguckt hat. Das war jetzt sehr, ich habe versucht, mich sehr zurückhaltend auszudrücken. Ja. Exxon, was haben wir für eine Frage? Ein User möchte gerne wissen, also ist unser Gesundheitsdienst daran wirklich schuld, dass Deutschland am Anfang der Pandemie viele Probleme hatte? Ach nein, das würde ich ja so nie sagen. Habe ich ja hoffentlich nicht gesagt. Nein, wir hatten am Anfang, es gibt eine Vielzahl von Problemen, die man einfach konstatieren muss. Und das ist einfach auch ein Stück weit, was ich
dem Gesundheitsminister, also der Exekutive, vorwerfe und wo ich nachweislich, man kann ja immer alles behaupten, aber nachweislich schon sehr früh gesagt habe, hey, wir brauchen prospektive Kohortenstudien. Das haben wir gar nicht. Wir wissen immer noch nicht, wie sich das Pandemiegeschehen eigentlich ab oder das Infektionsgeschehen eigentlich abspielt. So, und wir haben auch die Verlässlichkeit der Daten, die wir eigentlich aus den Kontaktnachverfolgungsdaten des ÖGD, also im Nachhinein quasi feststellen können, wie sich ein Infektionsgeschehen aufgebaut hat, haben wir eben auch nur brüchig zur Verfügung. Und deswegen sind wir relativ noch unwissend, was das Geschehen, das Infektionsgeschehen anbelangt. Ich mache das mal an einem Beispiel fest. Die Frau Eisenmann hat ja steif und fest behauptet, dass die Kinder nicht in irgendeiner Weise am Pandemiegeschehen beteiligt sind. Ihr erinnert euch. Das war eine Diskussion, die wir immer noch führen in Baden-Württemberg und die der Herr Kretschmann diese Woche noch irgendwie bei Markus Lanz geführt hat. So. Und er hat sich da auf Gutachten bezogen, die von der Uni Heidelberg und der Uni Ulm veröffentlicht wurden, die, ich will nicht sagen, ich bin ja jetzt keine Medizinerin, deswegen auch da vorsichtig, die im Prinzip dargestellt haben, dass Kinder unter 12 oder unter 14 nicht maßgeblich am Infektionsgeschehen beteiligt sind. So. Und diese Untersuchung musste man einfach revidieren. Aber man beruft sich darauf, um zu rechtfertigen, dass Kitas geöffnet werden sollen, Schulen geöffnet werden sollen. Und nur aufgrund der Tatsache, dass jetzt in der Kita in Freiburg dieser Mutant aufgetreten ist, führt man diese Debatte nicht weiter. Also, was will ich damit sagen? Wir sind in einer lernenden Phase und eigentlich müssten wir alle unsere Scheuklappen wegtun und tatsächlich uns immer als lernendes System verstehen und nicht einseitige Dinge für das nehmen, um ausgerechnet oder ausschließlich darauf unsere politischen Maßnahmen abzuleiten. Das ist das Schwierige in der Situation, dass man immer bereit sein muss, neue wissenschaftliche Erkenntnisse, die immer noch lückenhaft sind, aufzunehmen, um darauf politische Maßnahmen aufzubauen und auch abzuleiten. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Also man muss immer am Puls der Zeit sein, man muss up-to-date sein und flexibel reagieren. Denn ansonsten, wie du sagst, es ist noch so vieles unbekannt. Ja. Es ist eine neue Situation für alle, sowohl für die Entscheidungsträger als auch für uns alle. Ja. Und deswegen muss man da immer sich informieren und dranbleiben. Und ansonsten wird das Ganze sehr schwierig. Ich habe schon die nächste Frage reinbekommen. Mhm. Gibt es eine Behörde, die sich öffentlicher Gesundheitsdienst nennt oder ist dies ein Begriff, der sich hinter anderen Behörden versteckt? Nein, normalerweise nennt man das also es ist unterschiedlich angesiedelt. Das zeigt schon mal, dass man, die Bedeutung nicht unbedingt hochhält. Es kann ein Fachbereich Gesundheit sein oder es kann ein Gesundheitsamt sein, je nachdem, wie die Kommune und wie das Land das für sich geregelt hat. Zum Beispiel haben wir in Baden-Württemberg kein direktes Landesgesundheitsamt, sondern dieses Landesgesundheitsamt ist eigentlich das Gesundheitsamt von Stuttgart. Ich sage das jetzt mal ein bisschen grob. Aber so ungefähr ist es. Also die Wertigkeit dieses Amtes ist nicht unbedingt so, wie wir es jetzt gerade brauchen.
Ist es dann, du hast es vorhin angesprochen, jetzt sieht man natürlich, was man bräuchte, was man vielleicht vor einigen Jahren hätte anders machen sollen. Ja. Meinst du, die Entwicklung geht dann dahin? Also du hast vorhin schon gesagt, 2016 wurde sich ja eigentlich schon geeinigt, hat sich aber seitdem doch nicht so viel getan, wie erhofft. Man könnte ja jetzt sagen, okay, das ist eine Ausnahmesituation, die zeitlich begrenzt ist. Das heißt, man muss nach der Pandemie jetzt das gar nicht weiter aufbauen, weil wenn wieder so eine Ausnahmesituation kommt, okay, aber die ganzen vielen Jahre dazwischen hat ja alles funktioniert. Oder meinst du, der Weg geht jetzt doch in die Richtung, dass man sagt, man baut doch wieder ein bisschen mehr auf? Also das wäre eine schlechte Lehre aus der Pandemie, wenn man sagt, okay, es ist vorbei und wir lassen alles so, wie es ist. Weil mittlerweile haben wir ja begriffen, dass das Gesundheitsamt eine Anlaufstelle ist, die vor allen Dingen, was die Präventionsarbeit für die Bevölkerung, was die erste Anlaufstelle für die Bevölkerung, was auch den ersten Kontakt zur Bevölkerung viel besser hinbekommen könnte und vor allen Dingen ohne im Prinzip dann irgendwie Gewinne einspielen zu müssen. Und wir dürfen uns ja nichts vormachen. Unser Gesundheitssystem ist ja sehr gewinnorientiert aufgestellt mittlerweile. Wir haben die Krankenhäuser unter einen ziemlichen Konkurrenzdruck gestellt. Wir haben die ambulante Versorgung unter einen ziemlichen Wirtschaftsfaktorpunkt gestellt. Also die müssen alle... Die gucken alle nach Gewinnen und das Leistungssystem ist so ausgerichtet, dass es sehr gewinnorientiert ist. Und der öffentliche Gesundheitsdienst wäre die dritte Säule und dafür plädiere ich, dass man die so ausbaut, dass das nichts mit Gewinnorientierung zu tun hat, sondern ausschließlich mit Bevölkerungsorientierung. Deshalb auch mein Plädoyer, diesen Public Health Ansatz, also sich auszurichten an den Bedürfnissen der Bevölkerung, ganz massiv zu fahren. Also wir sollten wirklich raus lernen. Heißt für uns alle dranbleiben und sagst. Die nächste Frage ist, liegt es daran, dass wir lange Zeit keine pandemische Krankheit mehr hatten? Pandemische Krankheiten. Naja, also wer soll das beantworten? Ich kann es nicht. Kannst du es, Jan-Peter? Auch nicht, aber wie überall, ne? Man wollte sparen, man hat gedacht, man braucht es im Moment nicht. Wir haben ein gutes System, man spart die Sachen ein und ja. Das. Aber sparen ist an der Stelle einfach falsch. Genau, ja. Weil es um die Gesundheit der Bevölkerung geht. Ja. Jetzt wollte ich, wenn wir mit dem Teil fertig sind, das Thema Impfen, Hilde, wollen wir da auch ein bisschen drüber sprechen? Oh, da habe ich drauf gewartet. Ja, also ist ja im Moment in aller Munde, dass es nicht so läuft, wie es soll. Vielleicht kannst du ja mal sagen, wie das überhaupt läuft, die Beschaffung, die läuft ja eigentlich über die europäische Schiene, wie dann die Verteilung läuft. Ja, weil die Raten schon positiv sagen. Ja. Weil wir waren ja sehr froh, dass wir sehr schnell einen Impfstoff zur Verfügung hatten. Und das ist ja auch so, dass eigentlich die Entwicklung von Impfstoffen und von sowieso medizinischen Produkten oder Arzneimitteln sehr viel länger braucht. Dieses Mal hat man es sehr viel schneller hingekriegt, ohne, sag ich mal, die Standards grob zu verletzen, die wir haben. Und es war schon eine ziemliche Leistung, dass man festgestellt hat, man hat mehrere Pharmaunternehmen, die bereit sind, uns diese Impfdosen zu liefern. Und jetzt sage ich mal, ich will den Herrn Spahn nicht in Schutz nehmen. Man hat sich natürlich da ziemlich vertan, was
vertraglich die Impfdosen anbelangt. Und als man dann festgestellt hat, man kann da nicht nur 5, sondern man kann 6 rausziehen aus so einer Dose, hat sich die Situation geändert. Und jetzt bei der neuesten Entwicklung von AstraZeneca hat man schon den Verdacht, dass die Pharmaindustrie eine Verknappung gerne in Kauf nimmt, um den Preis in die Höhe zu treiben. Und die Pharmaindustrie weiß natürlich um die Abhängigkeit. So. Deshalb hatten wir eigentlich sehr früh auf Bundesebene die Möglichkeit beschlossen, dass der Staat da sehr viel stärker lenkend eingreift. Das finde ich auch richtig. Gerade in den pandemischen Zeiten muss, was die Arzneimittelbeschaffung anbelangt, der Staat sehr viel stärker eingreifen können. Und man darf es nicht den Marktlogiken überlassen. Und was ist, wenn man es den Marktlogiken überlässt, sehen wir jetzt bei dem Thema Impfen. Ich glaube einfach, dass man womöglich dieser Marktlogik ein Stück weit ausgesetzt ist. Das hilft jetzt nichts, sondern man muss vertraglich, und da finde ich, ist es richtig, dass man das europäisch regelt, diese Verhandlungen wirklich einigermaßen so zum Erfolg führen, dass klar ist, dass die Durchimpfung der Bevölkerung bis spätestens im Sommer funktioniert. Und ich glaube, man muss jetzt auch, wie wir das ja auch von anderer Seite gehört haben, man muss die Impfstrategie ein Stück weit der Verfügbarkeit der Impfdosen anpassen. Wir haben jetzt von AstraZeneca die Möglichkeit, Impfdosen zu beziehen, Impfstoff zu beziehen, der aber europaweit nur für eine Bevölkerungsgruppe unter 65 zugelassen ist. Also muss man jetzt sagen, okay, in der ersten Phase machen wir jetzt auch mit diesem Impfstoff den Zugang für Bevölkerungsgruppen, die unter 65 sind. Und wen muss man da in erster Linie jetzt sofort auch schützen? Das sind natürlich auch Leute unter 65 in Pflegeberufen, in Gesundheitsberufen allgemein. Und ich glaube, wenn man dahingehend die Impfstrategie auch ändert, wäre das gut. Ich denke auch. Ich muss ein bisschen kürzer sein, aber gut. Alles gut. Ich denke auch, dass... Jan-Peter, unterbrech mich. Alles klar. Jan-Peter, nee, aber ich denke auch, dass das... Also wenn man jetzt Impfstoffe für verschiedene Altersstufen hat, dann muss man da natürlich die Taktik ändern. Man kann ja nicht mit der gleichen Taktik jetzt weitergehen. Ja, das funktioniert das ja ist nicht. Ja, Blödsinn. Das ist ja, ja echter Blödsinn. Du hast die Impfdosen verfügbar, die sind zugelassen für Menschen unter 65. Die kannst du jetzt nicht auf Halde legen, sozusagen, ja, sondern jetzt musst du sagen, okay, ich muss meine Impfstrategie ändern. Ja. Exxon, du hattest noch eine Frage. Was tut denn die EU, die BRD und die SPD, um Impfdosen auch den Menschen in armen Ländern zur Verfügung zu stellen? Das ist eine gute Frage. Ich bin dafür, dass wir den Patentschutz aufheben und dass wir die Zugänge dadurch einfach auch für ärmere Länder besser regeln. Und das ist ein dickes Brett, was man da bohren muss. Das sehe ich auch so. Aber es hilft nichts, wenn nur bestimmte Firmen den Finger drauf haben, sondern es geht darum, weil das Virus ist global unterwegs. Darauf braucht man eine globale Antwort. Und wir können uns nicht mit Einreisebeschränkungen bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag begnügen, sondern wir müssen das sehr schnell regeln. Vielleicht bin ich da nicht im Mainstream, aber das macht nichts.
Finde ich ein guter Ansatz, wobei natürlich, du sagst, ein dickes Brett bohren, bei der Pharmaindustrie ist das natürlich ein sehr dickes Brett. Eben deshalb den Patentschutz aufheben. Ja. Das ist der wichtige Punkt. Wobei ja auch, soweit ich weiß, die WHO da schon auch sehr hinten dran ist. Ne? Ja, da gibt es ja auch schon Anträge von Ländern. Und die WHO ist ja da auch bereit, das in die Richtung zu organisieren. Ja. Exxon, noch was oder gerade nicht aktuell? Gerade jetzt nicht. Wie ich gerade dann wollte ich nämlich noch trotzdem bei dem Thema kurz bleiben, denn wie werden denn die Impfdosen jetzt zum Beispiel auch innerhalb Deutschlands in den Bundesländern verteilt? Weil auch da sind ja die Nach Bevölkerungszahl beziehungsweise nach der Zahl bezüglich der Alterskohorten. Also Bevölkerungszahl. Und Baden-Württemberg hat sich darauf verstiegen, die Hälfte der Impfdosen für die zweite Verimpfung zurückzuhalten und nicht zu verimpfen. Und deswegen liegt Baden-Württemberg außerdem auch wegen der relativ bescheidenen Organisation in den Impfzentren zurück. Das war nämlich der Punkt, worauf ich hinaus wollte. Du hast ja schon erkannt, dass es dann doch zwischen den Bundesländern so Unterschiede in der Impfquote gibt. Ja, wir haben, das ist unser föderales System. Und manchmal ist es ein Segen, aber manchmal auch ein Fluch. So, und wir haben gesagt, wir sind als Bundesebene bereit der Finanzierung. Wir machen die Impfverträge und die Organisation passiert in den Ländern. So, und damit waren die Ministerpräsidentinnen der Länder einverstanden. Aber ja, du hast jetzt angesprochen, dass es in den Impfzentren auch nicht so rund läuft, nennen wir es mal so. Aber also die Taktik an sich, dass man einen Teil der Dosen zurückhält für die zweite Dosis, die ist ja mal so grundsätzlich nicht so verkehrt. Oder was sagst du dazu? Ja, aber wenn man weiß, dass für genau diesen Impfstoff wieder eine Nachlieferung kommt, muss man das nicht unbedingt machen. Also das ist eigentlich, wenn du weißt, dass da wieder Impfdosen kommen von genau diesem Impfstoff, den du dort bezogen hast, musst du es nicht zurückhalten. Also die Logik muss mir mal jemand erzählen. Und die Dosen, die Nachlieferung, die sind ja auch schon bestellt beziehungsweise vertraglich geregelt und so weiter. Von daher ist die Taktik, wie du sagst, eigentlich unnötig. Ja? Grundsätzlich, wenn man es mal hört, wird man sagen, ja, kann ganz sinnvoll sein, aber wenn man den Hintergrund eben noch dazu kennt. Wenn man weiß, wie groß der Druck ist, versucht man es anders zu machen. Ja. Ja. Ja, nicht ganz einfach. Also das ist ja, die ganze Impfthematik ist ja ein Punkt, der im Moment auch mit dafür sorgt, dass die, wie will ich sagen, die Zufriedenheit mit dem Krisenmanagement. Die Unzufriedenheit wächst, ne? Ja. Genau, nee, vor allen Dingen, ich höre ja auch aus Baden-Württemberg, dass ältere Menschen da zigmal in der Warteschleife hängen bleiben. Und da haben die Länder gesagt, wir regeln das alleine. Der Bund hat vorgeschlagen, lasst uns das gemeinsam regeln, damit wir das einigermaßen hinkriegen. Aber die Länder haben gesagt, wir machen das schon. So. Und dann haben die Länder es auch, also ich sag mal, Rheinland-Pfalz ist eine ganz andere Nummer wie Baden-Württemberg. Und dann ist natürlich auch, oder Mecklenburg-Vorpommern, also die haben eine ganz andere Zahlen, die können ganz andere Zahlen vorweisen. Und dann ist natürlich auch das Problem, was heißt das Problem? Das weiß man eigentlich. Und wenn man es weiß, dürfte das eigentlich kein Problem mehr sein, dass natürlich viele Ältere zu Hause wohnen. Und ich sage es mal hier in Ulm, die fahren dann alle mit der Straßenbahn zum Messegelände. Dann ist aber das Messegelände, die Messehalle, wo die Impfung stattfindet, fußläufig ziemlich weit weg von der Haltestelle der Straßenbahn. Und jetzt ist die Stadt drauf gekommen, Taxen dahin zu stellen, dass die ältere Bevölkerung aussteigen kann aus der Straßenbahn, mit einem Taxi-Shuttle in die Messehalle gefahren wird. Also so muss dann jede einzelne Kommune die eigene Lösung organisieren. Und das hätte man, glaube ich, ein bisschen einfacher haben können. Ja.
Ja, Exxon, alles gut im Chat? Ja. Gut, dann machen wir weiter. Ich wollte nämlich noch ganz konkret deine Meinung dazu. Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass wir die einheitliche Nachverfolgung brauchen quasi, ne? Oder dass das sinnvoll ist, die länderübergreifende Nachverfolgung. Jetzt ist es ja so, dass regelmäßig sich die Ministerpräsidenten auch treffen mit der Kanzlerin, Gesundheitsminister und so weiter. Und dann die Maßnahmen ja wiederum nicht einheitlich durchgeführt werden. Da wollte ich deine Meinung dazu wissen. Denkst du, also sollte das wesentlich einheitlicher sein, generell? Oder ist es schon gut es so, dass man... eine gewisse Verlässlichkeit und Transparenz, dafür bin ich schon. Ich sage nicht, dass das bundesweit alles gleich gehandhabt werden soll. Weil die Inzidenzzahlen, das wird man jetzt vor allen Dingen in den nächsten Wochen erleben, die sind unterschiedlich und werden mit Sicherheit auch unterschiedlich sich weiterentwickeln. Aber man braucht eine gewisse Vereinbarung und dummerweise hat Schleswig-Holstein da jetzt einen ersten Vorstoß gemacht. Wann ist was? Ich sage dummerweise, weil das kein SPD-Land ist. Also, wann ist was? Worauf können wir uns verlassen, wenn dann? So. Wann öffnen wir die Schulen? Wie schrittweise? Und ich glaube, mit so einer Verlässlichkeit könnte man sehr viel erreichen. Und wofür ich im Moment massiv plädiere, nicht nur diese Verlässlichkeit und die Einheitlichkeit der Kommunikation, sondern auch als weitere wichtige Säule, weil wir wünschen uns ja alle sehr stark, dass es endlich wieder normales Leben möglich ist. Also in Anführungszeichen normales Leben. Ihr wisst, was ich damit meine. Einfach mal wieder rausgehen, Freunde treffen, nach 8 auch einen Spaziergang machen oder so, ne? Also alles das, was man sich so wünscht. Und ich glaube ganz fest, dass es eine wichtige Strategie sein muss, wie wir testen und wie wir Eigentests anbieten. Und dieses Anbieten von Eigentests, um selber so eine Kontrolle zu haben, halte ich für eine ganz maßgebliche Möglichkeit, wieder ins normale Leben überzugehen. Und mittlerweile gibt es auch 5 Anbieter oder 5 angebotene Tests, die jetzt gerade im Zulassungsverfahren sind. Und da kann ich nur sagen, gibt es etliche hier in Baden-Württemberg, denen man eigentlich nur zuhören müsste. Das ist ein ehrenamtliches Netz, nennt sich Rapid-Test, wo auch Leute, die aus unterschiedlichen Bereichen sich überlegt haben, wie können wir denn diese Pandemie irgendwie in den Griff kriegen, oder auch die Professor Denkinger von der Uni Heidelberg, die sind alle unterwegs und da gibt es noch ganz viele, die sich genau damit befassen. Wie kann man also unter wichtigen Einhaltungen der AHA+L-Regel, von Kontaktbeschränkungen, von der Impfstrategie zusätzlich so eine Strategie, so eine Teststrategie implementieren, dass wir alle ganz langsam wieder in die Normalität gehen. Und ich versuche jetzt gerade meine Fraktion und alle, die ich erwische, davon zu überzeugen, dass es sich lohnt, diese Tests zu finanzieren, damit nämlich Infektionsketten schnell abgebrochen werden. Und so ein Test hier in Ulm, in Baden-Württemberg, hat man gesagt, das kostet so 5 € pro Test. Die Apotheker reden von 10 €, die haben aber schon so Dollarzeichen in den Augen. Aber man könnte es, in Österreich ist der Vorreiter, für 2,30 Euro finanzieren bis 3,80 Euro oder so. Und könnte mit dieser Maßnahme für alle, steuerfinanziert, wirklich eine
wichtigen Baustein setzen, um sowas wie Eigenverantwortung, wie Selbstkontrolle, wie Möglichkeit, wieder am normalen Leben teilhaben zu können, zu forcieren. Also ich glaube, das ist eine Strategie, die auch eine hohe Akzeptanz der Bevölkerung hätte. Unterbrech mich, Jan-Peter, ich rede. Ja, dazu. Dazu sage ich gleich auch noch was. Ich wollte nur sagen, bei dem Vorgehen bundesweit oder nicht, sind wir uns, glaube ich, relativ einig. Also es macht keinen Sinn, da bundesweit komplett Sachen zu beschließen, weil eben die regionalen Unterschiede doch schon da sind. Aber was ich da ganz wichtig finde und was man ja auch gerade bei uns in Baden-Württemberg sieht, wenn dann diese Konferenz, die Ergebnisse dieser Konferenz öffentlich werden, dann richten sich manche Bereiche schon danach, ne? Gerade Schulen und so weiter gehen dann schon in die Richtung. Und dann bei der späten Bekanntgabe von unseren Landesvorgaben, dann heißt es dann schon wieder umgekehrt. Und ich glaube, da ist es wirklich ganz, ganz wichtig, dass man transparent kommuniziert und die Leute da auch nah informiert. Da hast du einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, weil das sieht man ja jetzt auch in Baden-Württemberg. Die Kanzlerin hat in der Pressekonferenz was dargestellt und sie hat noch nicht ausgesprochen, da kommt aus Baden-Württemberg von Herrn Kretschmann schon, nee, wir machen schrittweise die Schulen auf. Frau Eisenmann sagt dann womöglich noch, aber schneller. Und jetzt auf einmal, wo dieser Virus, der mutierte Virus in der Kita Freiburg, dann sagen sie, wir rudern wieder zurück und alles bleibt so, wie es ist. Wir haben nicht geöffnet. Und ich muss sagen, das ist eine Zumutung für berufstätige Eltern. Das ist eine Zumutung für alle Familien, die ihr Alltagsleben jetzt nach dem Coronavirus organisieren müssen, wenn sie dann auch noch von der Politik einmal Hü und einmal Hott gesagt bekommen. Und das ist ja also ein Punkt, den du ansprichst. Und das ist auch der zweite ganz große Punkt, der für die steigende Unzufriedenheit im Moment sorgt. Ne? Ja. Neben den Problemen mit den Impfungen, ja. Auch dieses ja. Chaos hin und her, ja. nichts Verlässliches und so weiter, das ja. Ist schwierig. Ja. Das sehe ich genauso wie du. Ja, zu den Eigentests, provokante Frage dazu, wie verlässlich, die dann möglicherweise auch zu dem Appell hinführt noch, wie verlässlich sind die denn und ist das nicht eine falsche Sicherheit? Man hat kleinere Untersuchungen schon durchgeführt, die Uni Heidelberg mit der Charité. Man hat festgestellt, dass es kaum Unterschiede gibt zwischen überwachten Selbsttests, die haben wir ja auch, also mit Anleitung von Fachpersonal oder Durchführung von Fachpersonal und Eigentests, die man selber macht. Weil die Tests sind mittlerweile so gut, dass es etwas ist, was wir alle machen können, sogar Kinder. Und wir haben ja diese Eigentests schon in einem anderen Bereich, nämlich beim Thema HIV. Da haben wir die Zulassung ja schon seit vielen Jahren. Und auch da haben wir relativ positive Rückmeldungen, also dass die Verlässlichkeit sehr groß ist. Natürlich sind diese Eigentests, so wie die Selbsttests insgesamt, sind nicht so verlässlich wie die PCR-Tests. Aber wenn ich mir das vorstelle, ich setze ein grobes Sieb an und der PCR-Test ist dann das feinere Sieb, sodass ich erstmal eine Möglichkeit habe, eine Eigenverantwortung wahrzunehmen und sagen kann, hey, ich bin negativ. Das bedeutet nicht, dass ich absolut sicher bin, dass ich meine ganzen Regeln wahrnehmen muss. Aber wenn ich positiv bin, bedeutet das sofort in Selbstisolation. Und das ist der große Vorteil. Und deswegen plädiere ich auch wirklich massiv dafür, dass wir uns diesem Gedanken annähern. Und diese Vorstellung hat mir sehr eingeleuchtet mit dem groben Sieb und dem feinen Sieb. So. Das ist ein sehr gutes Bild, das man dazu haben kann.
Und das ist auch der du hast es gerade schon angesprochen, der Appell, den ich daraus noch ziehen wollte. Denn man muss natürlich bei sowas, wenn man das flächendeckend dann auch durchführen kann und macht, ganz klar kommunizieren, dass ein negatives Ergebnis natürlich kein Freibrief ist, sondern man trotzdem die ganze Zeit sich noch an die Sachen halten muss. Absolut. Ja. Und das ist, denke ich, ganz wichtig, was man da auch wirklich mit kommunizieren muss, weil ansonsten wird es schwierig, denke ich. Ja, ich frage mal nochmal an Exxon. Wir sind relativ spät schon in der Zeit. Gibt es noch was in den Kommentaren, Exxon? Nein, gar nicht, sehr ruhig. Aktuell nicht? Jan-Peter, dann wünsche ich dir einfach für deinen Landtagswahlkampf viel Erfolg und wünsche dir vor allen Dingen, dass du mit deinen Themen durchdringst und hoffe natürlich, dass wir insgesamt als SPD Baden-Württemberg mit unseren Themen durchdringen. Und ich glaube, dass es wichtig ist, viele Leute zu haben, die sich für diese SPD engagieren. Vielen Dank, Hilde. Ich kann mit dem mitgehen. Ich denke auch, wir haben die richtigen Themen am Start. Wir müssen die Leute von uns überzeugen, da sind wir mittendrin. Die Pandemie erschwert es natürlich ein bisschen, deswegen machen wir solche tollen Formate, die ja auch positive Seiten haben, ja, mit denen wir die Leute erreichen wollen, mit denen wir ganz offen auch Dinge ansprechen können. Ich denke, das haben wir heute auch gemacht. Wir haben viel diskutiert, viele, viele interessante Dinge erfahren, angefangen vom Fax bis über die Verteilung der Impfdosen über die Länder und die unterschiedlichen Taktiken auch der Länder. Ich denke, man könnte noch ewig weiter diskutieren. Der öffentliche Gesundheitsdienst, du hast es auch angerissen am Anfang, ist ja ganz vielfältig, hat auch außerhalb von solchen besonderen Pandemiezeiten ganz vielfältige Aufgaben. Sollte gestärkt werden, nehme ich als Appell von dir weiterhin mit. Ja, man hat es eigentlich schon erkannt, es muss nur halt auch jetzt was passieren. Das nehmen wir dann weiterhin mit in unsere politische Tätigkeit. Ich hoffe, ich dann auch ab 14. März in die landespolitische Tätigkeit. Und ich bedanke mich an dieser Stelle nochmal bei dir. Hat Spaß gemacht, ich fand es toll. Ich bedanke mich beim Exxon. Daumen und hoffe auf viele Stimmen für dich. Denn es ist wichtig, dass solche Leute wie du im Landtag sitzen. Vielen Dank, Hilde. Ich möchte mich beim Exxon natürlich auch bedanken, der im Hintergrund jetzt ich weiß gar nicht, wie viele Gespräche wir jetzt schon geführt haben, schon ein paar. Vielen Dank. Und bedanke mich natürlich bei allen Zuschauern auch auf dem Livestream fürs Zuschauen und für die Diskussion. Und möchte an dieser Stelle auch nochmal darauf hinweisen, morgen steht schon das nächste Gespräch aus dem Roten Wohnzimmer an mit der Annette Gärtner. Die ist Internistin und Hausärztin im Schönau. Eine kleine Stadt, Hilde, bei uns im Wahlkreis. Und da wird es so ein bisschen auf die hausärztliche Versorgung des ländlichen Raums, Praxen im ländlichen Raum und so weiter gehen. Freue ich mich auch drauf. Sie sind wieder alle herzlich eingeladen. Schalten Sie wieder ein. Und bis dahin noch einen schönen Abend. Hilde, danke. Exxon, danke. Macht's gut. Wow, danke.